Willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. In Mechbaum befinden wir uns wieder erneut. Denn was wir hier tun sollen, Leute, wir müssen anscheinend noch ein paar Aufgaben erledigen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, auf welche Aufgaben sich das beschränkt, aber es ist wohl ähnlich wie ein Quastenfloss. Und hier können wir wohl einige Leute noch rekrutieren. Werden wir uns also austoben, ein paar Aufgaben erledigen und ja, dann mal beim Auftragsexpress vorbeigucken. Mal sehen. Was ist denn jetzt hier los? Hey, nicht so schnell, ich habe die Schraube zuerst gesehen. Oh. Was, aber diese Schraube? Stimmt doch, oder? Du hast doch gesehen, dass ich sie gesehen habe, oder? Ja, das schon, aber... Ja. Also, mit anderen Worten, diese Schraube gehört mir, klar. No, exakt. Eigentlich gehört diese Schraube einem Techniker, der sie weiter oben fallen gelassen hat. Das ist mir schnurzpiep egal. Die Schraube gehört jetzt mir, also Finger weg, klar? Okay, alles klar. Ey, was glaubst du eigentlich? Wow! Finger weg, habe ich gesagt. Fass mich nicht an. Wenn du mir zu nahe kommst, dann werde ich die Schraube verschlucken, klar? Flip, Mann! Even, so kommen wir hier nicht weiter. Der Kerl ist ja völlig Schraubengaga. Hm. Ja, vielleicht können wir ihm ja eine andere Schraube andrehen. Ich glaube, das wird nix. Siehst du, wie er die Schraube anglotzt? Das ist wahre Liebe. Hä? Huh? Oha, habe ich das gerade richtig gehört? Wie wollt man eine Schraube tauschen? Alter, was ist das für ein Typ? Okay, einverstanden. Lass mal sehen, was ihr zu bieten habt. Really? So viel zur wahren Liebe. Yes. Ja, aber ihr müsst schon eine ganz besondere hinreißende Schraube auffahren. Sonst kommen wir nicht ins Geschäft, klar? Gosh. Okay, beeilen wir uns. Wenn er hungrig wird, verspeist unsere Schraube vielleicht wirklich. Von wegen, eine Schraube aufzusammeln, kann ja nicht so schwer sein. Alles klar. Ja, ne? Genau, eine Schraube locker allerdings. Besorge für den Schraubenfreak einen Ersatz. Wow. Okay. Was gibt's denn da so alles? Da könnte man so irgendwas jetzt nehmen. Beeindruckend, aber etwas übertrieben. Keine Ahnung, ich probier's mal damit. Hey, was soll denn das, hä? Das ist eine ganz spezielle Schraube, einzigartig sogar. Das soll eine Schraube sein. Die hat ja gar kein Gewinde. Wow. Aber diese kühle metallische Textur, dieses wuchtige Handgefühl, die ist genau mein Geschmack. Ich werd schwach. Okay, ich gebe mich geschlagen. Diese Schraube muss ich einfach haben. Ja, die kannst du wieder mitnehmen. War mir sowieso zu dünn. Okay. Danke, puh, das wäre geschafft. Wow. Ist gar nicht übertrieben oder so. Ja, Schraube locker. Trifft es, glaube ich, am besten. In der Tat, Spiel, in der Tat. Das ist eine ziemlich verrückte Idee, aber okay. Es gibt wohl auch Schraubenfreaks. Ah ja, das hier ist, glaube ich, was. Da müssen wir was tun. Müssen wir mal gucken dann später. Aber das wäre der Schraubenfreak erstmal. Hallo, ich habe dir deine wichtige Schraube zurückgebracht. Bitteschön. Wow! Oh, hervorragend. Bin so froh, dass du wieder da bist. Dir ist doch nichts zugestoßen. Wie man's nimmt, wir mussten uns mit einem schrägen Typen herumschlagen, aber war nicht so wild. Hä? Hä? Ich meinte eigentlich nicht euch, sondern die Schraube. Ach, so verstehe. Ich stand schon kurz vor der Verzweiflung. Ohne meine Schraube wäre alles sinnlos gewesen. Ich habe diesen Beruf ohnehin nur ergriffen, weil ich der größte Schraubenfanatiker der Welt bin. Vielleicht sollten wir ihm lieber nicht erzählen, dass deine Schraube fast verschluckt worden wäre. Okay, also haben hier mehrere Leute eine Schraube locker. Was ist denn hier eigentlich? Habe ich hier eine Quest offen? Ah, okay, anscheinend kann ich das gleich abgeben. Auf diese Lockmuschel bin ich ja mal gespannt. Habe ich in der Tat. Wow, genau eine, krass. Okay, das ist jetzt guter Zufall. Ist das so richtig? Hm. Oh, ist das die Lockmuschel? Vielen Dank, aus der lässt sich sicher eine ein hochfeines Accessoire machen. Gib doch zu, dass dir gerade eine ganz andere Idee gekommen ist.
Du hast mich durchschaut, was? Naja, wenn ich sie geschickt verarbeite, könnte ich daraus eine überaus tödliche Maschine konstruieren. Kannst du nicht einmal das Ingenieursdasein vergessen? Ja, du hast ja recht. Also gut, ich werde eine Brosche daraus fertigen, mit der man auch Waffen schärfen kann. Nun, es ist dein erster Schritt in die richtige Richtung. Hi! Okay, als nächstes bin ich dran. Ich will auch was zu tun, bitte. Lass mich mal nachdenken. Mit einer Roséwurz lässt sich sicher auch so einiges anstellen. Oh, schon der Name klingt nach High Fashion. Ich kann es kaum erwarten. Ach so, die müssen wir quasi auch einfach so der Reihe nach bedienen hier. Thanks. Moment, hier, okay. Eine Roséwurz. Eigentlich ist rosa nicht so meine Farbe, aber ich lasse mich überraschen. Haben wir in der Tat auch dabei. Sehr gut. Bitteschön. Ist das eine Roséwurz? Ich habe in der Zwischenzeit etwas nachgeforscht. Angeblich kann man den Farbstoff von Roséwurzen gut für Farbbomben verwenden. Ah, stimmt ja. Dazu war es nicht gedacht, wie? Wir haben das extra nur für dich besorgt, also mach jetzt bitte keine Waffe daraus. Verstanden, Roger und over. Dann bin ich ja wohl jetzt an der Reihe. Was habt ihr denn für mich auf Lager? Mal sehen, vielleicht könntest du ein traumumwobenes Prisma zu was Hübschen verarbeiten. Oh, wow, das hört sich ja sehr elegant an. Ich freue mich schon darauf, es in den Händen zu halten. Okay, dann machen wir das hier. Ein traumumwobenes Prisma, wie aufregend. Ob man damit Träume manipulieren und Gegner unterbewusst zum Aufgeben bewegen kann? Bitteschön, probier's aus. Auch eigentlich ein sehr seltener Gegenstand. Das ist also ein traumumwobenes Prisma. Passend zum Namen geht ein traumhafter Glanz davon aus. Laut meinen Recherchen besitzen solche Prismen die Fähigkeit, Magie aufzunehmen und zu speichern. Wenn ich diese Magie irgendwie schlagartig freisetzen könnte... Halt, stopp jetzt, wir sind nicht losgezogen, um dir Waffenmaterial zu besorgen. Ja, ich weiß schon, ich werde ein hübsches Accessoire daraus machen. Und im Notfall kann ich damit vielleicht ein schützendes Kraftfeld erzeugen. Ach, weißt du, so soll es mir recht sein. Und fühlt ihr euch wenigstens ein bisschen entspannter? Oh! Aber ja, deine Einfälle waren bemerkenswert. Ich merke, wie ein gutes Stück Stress von mir abgefallen ist. Stimmt, das hat echt mal für Abwechslung gesorgt. Ich fühle mich gleich viel aufnahmefähiger. Und ruhiger und positiver. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt alles schaffen. Na, das hört sich doch prima an. War doch gut, dass wir geholfen haben, oder? Hey Mädels, wie wär's, wenn wir eine ganze Reihe nützlich-tödlicher Accessoires entwerfen würden? See ya! Oh! War ja klar, dass das so kommt. Okay, die sind jetzt quasi beschäftigt. Das war Auftrag 89, okay. Ist das jetzt die entsprechende Quest gewesen? Zumindest hat sie für mich den Eindruck erweckt, das wäre die richtige. Sehen wir mal. Wenn wir vom Eingangstor aus jetzt reisen, dann sollten wir gleich beim Auftragsexpress sein. Und mal gucken. Vielleicht haben wir ja tatsächlich dann drei Leute gleich. Das wäre super. Das wäre natürlich wieder ein bombastischer Zuwachs für uns. Und dann gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel, oder? Mal gucken, wie gut wir hier vorankommen. So, lieber Auftragsexpress, wie sieht's aus? Welcome to Swift Solutions. Ich möchte Münzen tauschen. Okay, sie haben wir zumindest schon mal. Sprich mit Stefanie, Ort Mechbaum. Okay. Vielleicht kommen die anderen ja nach, das kann auch sein. So ähnlich wie bei Sören, ne? Da war es ja auch so quasi, wir haben erst ihn rekrutiert und auf einmal hatten wir zwei Aufträge für andere. Also gehen wir doch mal gleich hin. Achso, ich hab's jetzt nicht markiert, ich bin auch wieder ein Idiot, Mensch. Das gibt's doch nicht, egal. Das war den Reisepunkt, Moment. Das war ja hier in der Nähe des Zentralparks, einfach drum rumlaufen und dann sind wir ja schon wieder da, also halb so wild. Genau, da unten ist auch schon die offene Quest für uns. Also, da wären wir. Hi, Evan. Seit unserem letzten Treffen habe ich mich eingehend mit dem Thema zielgruppenorientiertes Produktdesign beschäftigt. Ich habe begonnen, individuell nach Kundenwunsch gestaltete Waffen herzustellen und zwar mit Riesenerfolg. Das war eine echt tolle Anregung von dir. Vielen Dank. Aber sag mal, wolltest du etwas Bestimmtes von mir? Du siehst so aus, als wolltest du mich etwas fragen. Oh, ein Shop-Angebot. Cool, natürlich nehme ich das an. Alles klar, Waffendesignerin. Eleganz pur. Sehr gut. Jetzt habe ich die Möglichkeit, auch mal zu erfahren, wie in anderen Ländern so die Geschmäcker in Sachen Waffen sind. Ich bin so aufgeregt. Du kannst dich schon mal auf meine Forschungsergebnisse freuen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Okay, und hier gibt es jetzt noch mehr? Hi! Hi, Evan. Lange nicht gesehen. Du hast uns letztes Mal so geholfen. Vielen Dank. Dich interessiert sicher brennend, was ich in der Zwischenzeit so gemacht habe.
Naja, ich hatte jede Menge Stress mit dem neuen Arbeitszeiterfassungssystem und da habe ich zum Ausgleich mit dem Schwertkampf angefangen. Was du nicht sagst. Ja, ich verbringe jede freie Minute damit. Und wie ich nun mal so bin, habe ich mittlerweile in meiner Gruppe die Leitung übernommen. Wow, das ging schnell. Du wärst ja wie geschaffen als Anführerin unserer Schwertkämpfer. Hättest du Interesse? Danke, aber nein. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen, aber warum? Das ist bestimmt super stressig. Versteh mich nicht falsch, ich funktioniere wirklich gut unter Stress, aber hier habe ich wenigstens ein paar Mädels, mit denen ich mich gut verstehe und die Arbeit einfach mal vergessen kann. Allerdings, wenn du meine Bedingung erfüllst, denke ich vielleicht doch nochmal über dein Angebot nach. Bedingung? Was denn für eine Bedingung? Naja, wenn deine Truppe etwas weiblicher aufgestellt wäre, hätte ich es sicher leichter, neue Freundinnen zu finden. Soll heißen, es muss noch andere Anführerinnen geben, und zwar mindestens 3. Wenn du diese Bedingung erfüllen kannst, werde ich bei dir einsteigen. Gut, einverstanden, das sollte kein Problem sein. Naja, das sollte längst erfüllt sein, oder? Virenkiller. Technophilie, alles klar. Gut, okay. Sehen wir mal. Hey. Hey, Evan. Und wow, wer ist das denn? Dieses Charisma, diese Körperspannung. Das ist eine von den Anführerinnen in der Armee von Minneapolis. Ich wollte sie dir nur vorstellen. Na, habe ich dich überzeugt? Sie ist nicht die Einzige, aber die anderen haben heute Dienst. Was, Evan? Soll das heißen, dass es in Minneapolis noch mehr solche beeindruckenden Frauen gibt? Yeah. Wow, es wäre toll, sich mit ihnen auszutauschen. Ich wette, wir haben einiges gemeinsam. Evan, ich nehme dein Angebot an. Okay, also die nächste. Alles klar. Das geht ja ganz flott. Mit so tollen Kameradinnen wird das bestimmt nicht langweilig. Wir werden deine Truppe ordentlich aufmischen. Und schlussendlich sie hier noch. Hi, Evan. Wie ich höre, sollst du nicht nur ein vorbildlicher König sein, der seinen Bürgern einen ordentlichen Ausgleich von Berufs- und Privatleben bietet, sondern dich auch mit Magie sehr gut auskennen. Wirklich, das freut mich zu hören, obwohl ich sicher noch viel zu lernen habe. Aber mit Magie kann ich auf jeden Fall weiterhelfen. Da nehme ich dich beim Wort. Ich möchte nämlich, dass du einen Zauber auf mich anwendest. Wie? Ich soll dich verzaubern? Ha ja, und zwar möchte ich, dass du alte Pracht an mir testest. Ich will herausfinden, ob dieser Zauber die stressbedingte Zellalterung verlangsamen oder vielleicht sogar revidieren kann. Wie bitte? Ja. Kurz gesagt, zu viel Stress schadet dem Körper und beschleunigt dessen Alterungsprozess, was letztendlich Krankheiten begünstigt. Deshalb ist es ja so wichtig, Stress zu reduzieren. Und da kam mir neulich die Idee, vielleicht könnte man ja auch mit Magie den Zellalterungsprozess günstig beeinflussen. Wäre dieses Experiment erfolgreich, wäre das eine Revolution. Wenn du mir hilfst, darfst du mich als neues Talent in deinem Land begrüßen. Meine Forschungen werden dir sicher von Nutzen. Na, was sagst du? Okay, ich weiß zwar nicht, ob es klappt, aber ich kann es immerhin versuchen. Okay, alles klar. Ah, ja, 5. Dimension. Nummer 2 haben wir auch gebraucht. Das ist sehr, sehr gut auch für uns. Perfekt. Das freut mich in der Tat. Alright. Ich bin bereit, alte Pracht anzuwenden, aber bist du dir wirklich ganz sicher? Yes. Ja, blick los, aber bitte nicht zu sehr an der Uhr drehen. Mit dem Gehirn einer Dreijährigen wäre ich schließlich keine große Hilfe für dich und dein Land. Gosh. Puh, bin ich nervös. Konzentrier dich, Evan, konzentrier dich. Denk daran, es ist für die Wissenschaft. Los geht's. Alte Pracht. Und? Und? Überragend, ich fühle mich so entspannt, als wäre jede Zelle meines Körpers einer Auffrischungskur unterzogen worden. Das Experiment war offensichtlich ein voller Erfolg. Puh, Glück gehabt, aber dieser Zauber benötigt eine Menge Konzentration. Es wird schwer werden, ihn regelmäßig anzuwenden. Ja. Wart's ab, von jetzt an werde ich mich schließlich höchstpersönlich um die Magieforschung in deinem Land kümmern. Je weiter meine Forschungen voranschreiten, desto leichter wird der Zauber in der Anwendung werden. Ich werde mein Bestes tun, Minneapolis zum stressfreisten Ort der Welt zu machen. Cooley! Gut. Sehr schön. Wow. Was für ein Part. Wir haben jetzt schon 3 Leute einfach mal rekrutiert. Wie krass. In nicht mal ganz einer Viertelstunde hier. Wahnsinn. Na, das ist doch mal schön. Das nenne ich mal einen vollen Erfolg. Okay, also geht's wieder nach Minneapolis. Ich muss jetzt erstmal mir nochmal einen Überblick verschaffen, was jetzt eigentlich alles fehlt und so. Wir sind jetzt bei... Moment, falscher Knopf. Bei 96 Leuten sind wir aktuell, okay, das ist krass viel. Say. Fehlen also nur noch 4 Stück. Müsste aber echt mich nochmal schlau machen, wer denn jetzt so alles fehlt überhaupt. Also, Dimensionslabore muss ich auf jeden Fall mal rein. Das ist klar, wir bauen jetzt erstmal so ein bisschen aus.
echt krass auf jeden Fall. So, fünfte Dimension Nummer 2, endlich. Ach so, da brauchen wir noch nahezu göttlich. Genau, 2 Talente. Damit ausgezeichnet, okay. Gut, gut. Dann hatten wir hier noch Waffenforschung, richtig? Genau. Wovon ich auch noch 2 Leute hochstufen kann übrigens. Das machen wir auch direkt. Hey! Okay, und dich natürlich auch noch. Ja! Sehr, sehr, sehr schön. Und alle mit so tollen Talenten hier. Ich hol dich mal ganz kurz raus. Dann soll sie da mal rein mit Eleganz pur. Können wir schon irgendwas damit machen? Meister für geschickte Finger braucht man hier. Hm. Haben wir noch nicht, das ist aber interessant. Das heißt, dieses Talent fehlt uns noch. Spannend. Perfektionierte Schmiedetechnik. Basisqualität von Waffen steigt um zusätzlich 1. Das können wir jetzt zumindest entwickeln. Das ist schön. Technische Institute sind wir doch auch schon so ziemlich fertig, oder? Naja, ein bisschen was gibt's noch. Tracy war hier. Achso, solange jetzt geforscht wird, geht das gar nicht aktiv. Hab ich, glaube ich, noch nie probiert. Aber die wären ja auch schon fertig, also würde sich das eigentlich auch nicht wirklich lohnen. Ja, dann kommst du auch in die Materialbeschaffung, würde ich sagen. Das sind wir mal ganz gnadenlos, aber es lohnt sich dann halt einfach so ein bisschen mehr. Und es gibt noch so viele, die immer noch nachziehen können, das ist der Wahnsinn. Genau, hier ist Tracy. Warte mal, wer fehlt denn jetzt? Wer ist denn gerade nicht zugewiesen? Eine Person, die fehlt noch. Moment. In den Bergbau mit dir, wer auch immer du jetzt bist. Ah, da oben. Ach so, Boxer, stimmt ja. Gnadenlos. Ganz schön gemein, okay. Gut, jetzt ist natürlich die große Frage, ne? Wo kriegen wir jetzt die letzten Leute noch her? Schauen wir doch mal ganz kurz in unser schlaues Tagebuch rein. Moment. Okay, Leute, so. Aktuell haben wir, glaube ich, zumindest nichts, was offen wäre noch, ne? Das ist gerade nicht der Fall. Okay. Ich glaube, wir haben auch soweit... Ja, die meisten sollten wir, glaube ich, wirklich haben. Eine gute Frage, wer uns jetzt noch so alles fehlen würde. Aber nun gut, Leute, vielleicht machen wir auch irgendwas anderes in der Zwischenzeit. Ich muss mal nachdenken, lasst mich mal kurz überlegen. Vielleicht müssen wir hier noch Aufträge erfüllen, das kann natürlich sehr gut sein. Ne? Diese Möglichkeit besteht natürlich auch noch. Ich meine, ihr seht ja all diese Ausrufezeichen. Es ist unglaublich viel. Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen uns um unsere Leute kümmern, oder? Ja, habe ich bei dir auch noch was offen? Yes. Ach, stimmt ja. Pilzwissenstest, ein tödlicher Giftpilz, dessen Gift nur mit Fachkenntnis entnommen werden kann. Okay. Ja, steht sogar genauso dabei, der Pseudopilz. Na, Ivan, was hast du für mich? Das ist ein Pseudopilz, ein extrem giftiger Pilz, der einem Speisepilz sehr ähnelt. Meinten Sie den? Yes. Das ist korrekt. Puh. Glück gehabt, ich dachte schon, dass ich mich geirrt hätte. Verzeihung, Ivan. Oh je, viele Kinder lassen sich von meinem Gesichtsausdruck einschüchtern und ändern ihre Antworten dann leider. Daran muss ich wohl arbeiten. Der Pseudopilz ist der bekannteste und giftigste Giftpilz auf dieser Welt. Das lernt man als allererstes über Pilze, damit man ihn nicht aus Versehen isst. Der Verzehr kann schließlich tödlich sein. Alle Kinder müssen diese Frage richtig beantworten können. Ich bin stolz auf dich, Ivan. Hui, ich bin froh, dass ich richtig lag. Auf zur zweiten Aufgabe, ein Pilz, dessen Geschmack je nach Situation immer besser wird. Bring mir den richtigen Pilz, der zu dieser Beschreibung passt. Okay, wird immer besser, je nach Situation, alles klar. Hm. Würde das hier passen? Je klarer die Farbe, desto leckerer. Ist ja quasi situationsabhängig. Würde dann schon passen. Hier, bitteschön. Ein Pleistoschwamm, ein Pilz, dessen Geschmack vom klaren Wetter abhängt. Yes. Genau. Puh, war ich nervös. Frau Olivia, Sie gucken immer so ernst. Da bleibt einem ja fast das Herz stehen. Ja, du hast dich schon so sehr ans Königssein gewöhnt. Da dachte ich, dass ein wenig Spannung nicht verkehrt sei. Eigentlich reicht mir die Anspannung auf dem Schlachtfeld schon aus. Du hast diese Aufgabe wirklich vorzüglich gelöst. Viele Kinder verwechseln ihn mit dem Lumignon, der ähnlich blau ist. Wie gut, dass ich ihn nicht verwechselt habe.
Nun aber nicht so hochmütig werden. Wollen wir doch mal sehen, ob du auch die letzte Aufgabe richtig lösen kannst. Alright. Wo ist schon die letzte Aufgabe? Na, das wäre doch gelacht. Hier ist's. Die letzte Aufgabe. Ein Pilz, der faszinierend aussieht, aber gar nicht lecker ist. Okay, na dann, ne? Wahrscheinlich der hier, oder? Ah ja, genau. Das sieht wirklich interessant aus. Frau Olivia, ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Einen niedlichen Barbie-Rossa-Pilz, dessen Geschmack aber unter aller Kanone ist. Yes. Genau, alle drei Aufgaben gelöst. Ich dachte, es wird alles ganz einfach, aber es war dann doch komplizierter als erwartet. Der Barbie-Rossa-Pilz ist schön anzusehen, schmeckt aber fürchterlich. An manchen Orten isst man ihn aber als Süßigkeit. Extrem gezuckert natürlich. Andere Länder, andere Sitten. Es gibt eine Verwendung für alles. Ich habe sicher auch einige Gegenstände, die noch mir unbekannte Verwendungszwecke haben. Das mag sein. Ich bin mir sicher, dass du noch viele Entdeckungen machen wirst. Thank you. Danke für diese Gelegenheit, mehr über Pilze zu erfahren, Frau Olivia. Ich bin erfreut, dass du so viel über Pilze weißt, Evan. Vielen Dank für deine Hilfe. Thank you very much. Die Kinder werden auch begeistert sein, wenn ich ihnen sage, dass der König persönlich die Fragen beantwortet und die Pilze mitgebracht hat. Ich glaube, der Unterricht wird ein voller Erfolg werden. Okay, wir kriegen 5 Hypnotrüffe. Also im Prinzip gar nicht schlecht, aber trotzdem. Weiß nicht, was ich davon so ganz halten soll. Was mit dir hier? Say! Auf ein Wort, Evan. Ich muss etwas mit dir besprechen. Es geht um Susie. Klar doch, was ist passiert? Ich übernehme für Susie immer die Wartung ihrer Beinprothese, aber in letzter Zeit liegt sie mir ständig in den Ohren. Ich soll das Ding noch gefährlicher und kampftauglicher machen. Neulich kam sie mit einem Plan für einen kleinen Düsenantrieb daher und wollte, dass ich ihr das Höllending in die Prothese einbaue. Oh my! Ich konnte vor meinem inneren Auge schon sehen, wie sie laut johlend und hammerschwingend gegen den nächsten Baum donnert. Sure. Ich habe ihr dann irgendwie klar gemacht, dass ich die Verantwortung für so einen Wahnsinn nicht übernehmen werde. Stunden hat das gedauert. Und sie hat erst locker gelassen, als ich ihr versprochen habe, stattdessen einen mega coolen Kampfanzug für sie zu basteln. What? Und der Düsenantrieb? Ich musste ihr garantieren, dass der Kampfanzug mindestens so cool wird wie eine Beinprothese mit Düsenantrieb. Wenigstens konnte ich sie davon überzeugen, auf diese lebensgefährliche Spinnerei zu verzichten. Oh. Ist wohl nicht immer leicht, mit Susie zusammenzuarbeiten. Wenn ich dir irgendwie zur Hand gehen kann, sag es bitte. Thanks. Vielen Dank, Evan. Du könntest mir dabei helfen, das nötige Material zu beschaffen. Zuerst bräuchte ich 2 sonnige Prismen für den Sensor, der die Lebensfunktionen des Trägers überwacht. Sonnige Prismen, verstanden. Ich kümmere mich drum. Sehr. Danke. Ich brauche noch ein paar andere Sachen, aber darüber sprechen wir später. Das klingt eigentlich ziemlich cool. Bodysuit. Okay, das können wir eigentlich direkt machen, oder? Das klingt eigentlich zu episch, als dass man es ignorieren könnte. Als erstes brauche ich 2 sonnige Prismen für Susis Kampfanzug. Bitteschön. Hier. Right. Das sind 2 erstklassige Prismen. Vielen Dank. Ich bin mittlerweile mit dem Anzug schon ein gutes Stück vorangekommen. Alright. Prima. Was sind denn nun die anderen Sachen, die du erwähnt hast? Das wären 2 Brocken Oxiderz. Die brauche ich für die Legierung, aus der das Exoskelett besteht. Listen. Hier habe ich natürlich auch dabei. Was denkst du denn? Und weiter. No way. Ah, das ist wirklich ausgezeichnetes Oxiderz. Sieh nur, diese Maserung. Gut, dann werde ich Susis Kampfanzug jetzt den letzten Schliff verpassen. Ich bin ja wirklich gespannt, was das für ein Anzug wird. Am besten wartest du einfach im Thronsaal, bis ich fertig bin. Hier würdest du dich sicher nur unwohl fühlen. Ich schmettere nämlich bei der Arbeit gerne Arien, was? Ach so, ja, natürlich. Logisch. Er singt ja ganz gerne. Richtig. Okay, das sieht doch eigentlich wirklich ziemlich cool aus. Hat was. Hochmodern. Tada, na was sagst du? Das hat Patrick für mich gemacht. Gosh. Das ist ja ein mega cooler Kampfanzug, Susie. Aha. Er ist federleicht und man spürt ihn beim Bewegen fast gar nicht. Einen besseren Kampfanzug kann man sich nicht wünschen. Cool. In dem Anzug siehst du echt unbesiegbar aus. Wie ein Sonderkommando Elite-Spezialisten-Dings. Thanks. Patrick bekommt wirklich immer alles so hin, wie ich es mir vorgestellt habe. Als könnte er Gedanken lesen, es gibt wirklich keinen besseren Industriedesigner. Wenn ich dich schon nicht davon abbringen kann, immer dein Leben zu riskieren, will ich dir wenigstens den bestmöglichen Schutz verpassen. Evan, dir auch nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Nicht zu danken, ist doch schön, dass wir Susie eine Freude machen konnten. Alrighty. Hör mal, Patrick, findest du nicht, dass dieser Anzug hier und hier noch 2 Düsenantriebe... Wie, was? Ich verstehe dich nicht. Ich glaube, ich habe gerade einen Hörsturz. Haha.
Ja, sehr cool. Dass es da noch Aufträge gibt, wo man so coole Sachen bekommt, das macht mich natürlich neugierig. Vielleicht machen die ja doch ein bisschen mehr. Das fand ich jetzt zum Beispiel richtig cool. Das ist eine schöne Belohnung. Das macht auch Spaß, das hat man gerne. Gleich mal ausrüsten. Yeah. Das hat doch einfach mal richtig Style, oder? Auf jeden Fall. Ist ja sowieso ein Charakter. Also ich spiele die sehr, sehr, sehr gerne auch. Ich weiß gar nicht, so rein nach Reihenfolge. Ich kann nur sagen, dass ich Soran definitiv am wenigsten gerne spiele. Hundertprozentig. Ansonsten nimmt sich das bei den meisten gar nicht so viel. Hat halt schon jeder so seine Talente. Muss man sagen. Kommt halt immer darauf an, welche Gegnerart und so, wen ich dann ganz gerne habe. Gegen Massen ist Cecilius ziemlich mächtig, weil er hat ein paar sehr krasse Distanzangriffe auch. Und dasselbe gilt auch für Shanty, wobei Shanty halt auch sehr schnell ist, wenn man gerne ausweicht, aber halt physisch nicht so viel reinhaut. Ganz gut. Ivan ist schnell und offensiv, aber hält halt ziemlich wenig aus. Ja gut, Susi ist ja auch recht schnell und offensiv, kann man sagen, im Großen und Ganzen. Er hier ist halt der Tank, er ist verdammt langsam, teilt gut aus, kann gut einstecken. Ja, Roland ist der ganz ausgeglichene. Irgendwo dazwischen liegt, der alles ganz okay kann. Aber wie auch immer, Leute, ich würde sagen, das ist jetzt auch gut sein für heute. Ich meine, wir haben jetzt 96 Leute, viele fehlen nicht mehr. Mache ich mich nochmal schlau oder so. Und dann sehen wir mal weiter. Insofern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von Ni no Kuni 2.